zusammen, Ruppi hier. Schön, dass ihr wieder reinschaut. Ich habe hier ein neues Magazin und zwar Frag doch mal. Wen fragen wir? Natürlich die Maus. Das hier ist die Nummer 3 2024, kostet in Deutschland 5,99 Euro und dieses Mal haben wir hier mit dabei diesen Kollegen. Ich habe ihn schon mal vom Magazin gelöst, den Flexi-Gorilla. Oh mein Gott, und ich dachte die ganze Zeit, ich bin der Flexi-Rupi. Jetzt gibt es ja auch noch einen Flexi-Gorilla, der absolute Wahnsinn, denn er ist super dehnbar. Das müssen wir uns natürlich unbedingt anschauen. Jetzt gerade, wo ich Godzilla X Kong ausgepackt habe, passt das natürlich wie Faust aufs Auge. Das werden wir natürlich ausprobieren, auspacken und ausprobieren. Ja, mega in die Länge gezogen und in die Breite und nach alle Richtungen. Hinten ist nichts drauf. Also, schauen wir uns an. Und das Ding ist richtig schwer. Ne? Man hört es vielleicht schon. Richtig, richtig, richtig schwer. Der Hammer. Dann haben wir ja auch noch Pokémon-Kärtchen. Sammelkartenspiel, Schwert und Schild, silberne Sturmwinde, Funpack mit drei zusätzlichen Spielkarten. Ne? Ich habe keine Ahnung, wir werden es uns auf jeden Fall anschauen. Bevor wir das machen, hier ein Blick ins Magazin, mal die ganzen Seiten, wo es hier um Menschenaffen geht. Wir haben ja auch noch Themen drin zu Fallschirmspringer, beziehungsweise Fallschirme, wann gehen sie auf. Wir haben Poster drin, was ist ein Planetarium, warum heißen Tigerhaie so oder Gorillas, was ist ein Silberrücken? Ja, der sitzt hier hinter der Kamera, den ich bin mittlerweile auch schon ein bisschen ergraut, ne? Aber immer noch extrem sexy Flexi. Oh Gott. Leute, also komm, lasst uns hier mal reinschauen. Oh, was sehe ich schon? Wie kommt die Musik auf die CD? Ja, also auch das ein Bericht, den ihr hier lesen könnt. Aber warte mal, hier steht doch. Frag doch mal. Hallo Mausfan. Sie sind unsere nächsten Verwandten. Trotzdem wirken manche ein bisschen furchteinflößend, die Menschenaffen. Gerade Gorillas sehen manchmal so aus, als wolle man ihnen nicht unbedingt direkt gegenüberstehen. Dabei sind die steigenden Affen eigentlich sehr friedlich. Auch dein Extra tut dir nichts. Im Gegenteil, du kannst es kneten und langziehen, wie es dir gerade Spaß macht. Jo, das machen die in echt mit dir. Nein, nein, alles halb so wild. Ich meine, wann begegnet man auch schon mal einem? Wobei, heute so im Straßenverkehr. Ja. Gut, dann lass uns mal schauen. Wo haben wir den Bericht über einen Affen? Hier. Menschenaffen. Niemand ist den Menschen so ähnlich wie die Menschenaffen. Selbst ihr Verhalten erinnert stark an ihre menschlichen Verwandten. Das sehe ich jeden Tag auf der Straße. Wirklich. Jeden Tag. Hier, komm. Was sind Menschenaffen? Wie verhalten sich Bonobos? Wie leben Orang-Utans? Sind Schimpansen den Menschen ähnlich? Und die Maus geht hier zur Schule. Hier, Mausinfo. Auch Schimpansen müssen in die Schule. Statt Masse lernen die Schimpansenkinder, wie sie Werkzeuge herstellen und benutzen. Ihre Mütter bringen ihnen meistens die verschiedenen Techniken bei. Die Werkzeuge helfen ihnen später bei der Futtersuche. Ja, die Maus hat es bereits gefunden in Form von einer Schultüte. Auch nicht schlecht. Oh, eine Schultüte voll mit Süßkram. Könnte ich jetzt auch brauchen. Aber komm. So, dann haben wir hier einen tollen Bericht über Gorillas. Überhaupt die Bebilderung, die Aufmachung ist hier wirklich sehr schön gemacht. Warum heißen manche Gorillas Silberrücken? Ich meine, das erklärt sich hier eigentlich schon, wenn ihr die Bilder hier anschaut. Ne? Hier könnt ihr auch noch was dazu lesen. Wo schlafen Gorillas? Warum trommeln Gorillas? Sind Gorillas gefährlich? Und unser tolles Extra, der Flexilla, der Flexi-Gorilla. Das ist doch Hammer, oder? Kräftig und groß sind Gorillas. Aber trotzdem, wendig und gute Kletterer, genau wie dein Flexi-Gorilla. Den kannst du drehen und ziehen, wie du willst. Probier mal zusammen mit einem Freund, wer die lustigsten Figuren hinbekommt. Ja, mein Kumpel Joe hat schon eine lustige Form, da brauche ich gar nicht ziehen. Von dem her, ne? Junge, ich hau hier wieder raus. Jetzt pass mal auf, wir haben hier, glaube ich, auch noch ein Poster in der Mitte. Lasst uns das hier mal angucken. Ja, hier ist es. Wir sehen hier die Maus, die Ente und den Elefanten. Das ist doch ein schönes, einfaches Poster. Das kann man doch angucken, oder? So, dann lasst uns mal ganz schnell schauen, denn hier habe ich noch mal zwei Seiten. Die schauen wir uns auch noch an. Und zwar geht es hier um
Haie ist auch ein interessantes Thema. Durch die Meere schwammen Haie bereits vor 400 Millionen Jahren. Sie gehören zu den ältesten Tierarten der Welt. Wobei der Rupisaurus Rex vielleicht noch ein bisschen älter ist. Ne? So ein bisschen. So, ne? Ja, dann natürlich die Fragen. Was macht Haie aus? Sind alle Haie Fleischfresser? Welcher Hai ist der schnellste? Warum hat der Tigerhai Streifen? Warum gibt es Finanzhaie? Das steht da nicht, aber ich meine nur, weil ich hier gerade schlechter Ruf lese. Durch Film und Fernsehen haben Haie keinen guten Ruf. Die Filme stellen sie als blutrünstige Raubtiere dar, die Menschen angreifen. Dabei sind Haiangriffe eher selten. Haie können sehr schlecht sehen. Sie greifen meistens nur Menschen an, wenn sie mit einer Robbe verwechseln. Ja, ach Gott, Guterle, ne? Halte das dem Schreiber vor die Nase, wenn das Vieh ihm die Beine abgebissen hat. Jubel, Jubel, Freu, Freu. Übrigens, Haie gehören zu den Knorpelfischen. Je nach Art werden sie von 20 cm bis 15 Meter lang und können die ganz großen bis zu 36 Tonnen wiegen. Der Wahnsinn. Nahrung, Fische, Robben, Seelöwen, Plankton, Heimat weltweit. So, jetzt wissen wir auch das. Das zum Magazin, einfach nur ein kurzer Auszug, denn ich will ja niemandem, der sich das hier kauft, den Spaß am Lesen, am Entdecken nehmen, ist ja klar. Und jetzt schauen wir uns natürlich die Beilagen an. Freund Flexi Gorilla und Pokémon. Ich beginne hier mal mit den Pokis. Die silbernen Sturmwinde. Steht hier irgendwie drauf, was es alles hier zum Sammeln gibt? Nö, hier steht nur Sammelkarten, Spieleerweiterung, Schwert und Schild, silberne Sturmwinde enthält über 190 Karten. Na, da habt ihr ja feste was zum Sammeln, der Knaller. Wenn ich jetzt noch irgendwie öffnen kann, ja hier. Wunderbar, na dann lasst uns mal schauen. Wir haben hier Psiau. Hier seht ihr irgendwelche Werte zum Grummeln. Dann haben wir hier Farbigel oder Farbigel, bunte Farbpalette und Ramme. Rammt der jemandem sein Farbpinselschwänzchen ins Gesäß oder was? Dann haben wir hier Zytomega. Und das hier ist ja eher eine glänzende Karte. Fähigkeit, beständige Zellen. Und hat hier irgendwie eine Zellengabel oder sowas mit 60. Hier oben haben wir einen Wert von 120 stehen, ja? So, und hier haben wir die Spielregeln, oder? Oder Werbung. Das ist definitiv Werbung. Also, die drei Karten habe ich jetzt hier noch gezogen. Wenn ihr euch das kauft, sind vielleicht andere Karten drin. Ne? Gehe ich mal stark davon aus. Gut, das dazu. Dann kommen wir hier zu unserem Flexi Gorilla. Super dehnbar. Super Figur. Den hole ich hier auch mal ganz schnell raus. Den können wir hier unten aufreißen. Aber ich schneide es natürlich sauber auf. Das ist ja klar. Und mir kommt hier schon extrem dezenter Gummigeruch entgegen. Und hier kommt er. Das ist er. Sieht klasse aus. Hat knallrote Augen mit einer schwarzen Pupille drin. Die Zähnchen haben sie weiß gemacht. Die Zunge hat hier ein ganz helles Rot. Und das sieht ja schon gut aus, ne? Das ist sehr gut. Bis jetzt ist er noch ziemlich flach. Wir können ihn ja quetschen. Man sieht hier mega Muskeln. Sixpack hat er auch. Boah, sogar seitlich. Die Brust natürlich ohne Haare. Seitlich geht es dann mit den Haaren los. Das Gummi fühlt sich ultra gut an. Er ist richtig, richtig schwer. Das hört ihr schon, wenn er hier hinplatscht. Ne? Also da ist schon richtig Material drin. Und das hört sich so an. Das ist schätzungsweise so ein Sand, ne? So ein künstlicher Sand. Und jetzt quetsche ich den mal, kriege ich da ein bisschen. Oh, hier wurde das Ganze eingefüllt, ne? Hier sieht man es. Das Hirn haben sie rausgenommen, dafür haben sie Sand reingefüllt. Okay? Also, aber ja, scheint gut verklebt zu sein, damit hier nichts rausrieselt. Und jetzt gebe ich dem mal ein bisschen mehr Volumen. So, jetzt das. Jetzt hat er sogar eine V-Form. Guck dir das an. Super. Jetzt ist er nämlich ganz so flach, sondern richtig schön dicker, breiter, muskulöser Oberkörper. Bombig. Wären die Beine ein bisschen fester, könnte er auch stehen. Ja, so sieht er aus, der Gute. Und es ist eine schöne große Figur. Also könnte der tatsächlich aufrecht stehen.
dann hätten wir hier eine 13,5 cm Figur. Super cool. Und ihr könnt ja auch die Muskeln an den Armen erkennen. Hier alles mit Fell überzogen. Das ist nett gemacht. Die Finger, die Hände hat er hier als Faust geballt. Ne? Eine Faust mit Gussnäschen dran. Aber das macht bei den Figürchen überhaupt gar nichts aus. Extrem beweglich. Ja? Er kann hier sogar Bizeps zeigen. Ordentlich. Beiden Armen. Ihr könnt ihn im Prinzip eigentlich auch hinsetzen. Er bleibt aber nicht sitzen. Das Gummi drückt ihn halt da hinten. Ja, aber das hier, ja, sollte ich auch mal wieder machen. Boah. Sit-Ups würden Rupi auch mal wieder echt gut tun. So mit 300 oder 500 Wiederholungen zu meinen Glanzzeiten. Meine Güte, ich war so eine Granate. Ja, und heute bin ich ein Silberrücken. Das ist der Hammer. Also ihr könnt den Kopf auf jeden Fall super quetschen. Ja, ich werde jetzt hier mal ganz extrem wunderbares, breites Lächeln. Ein herrliches, langgezogenes Lächeln. Das sieht schon eher aus wie Entsetzen. Klasse. Also super dehnbar. Ja, ich ziehe mal hier den Arm. Junge, guck dir das mal an. Guck dir mal an, wie lang das ist. Wow, und ich ziehe noch nicht mal volle Pulle und der Arm geht wieder einwandfrei zurück. Wow, so, das hier ziehen wir auch mal gleich in die Länge. Jetzt guckt ihr das an. Wahnsinnig lang. Wow, klasse. Hier bröselt es ein ganz klein wenig auf meinem Tisch. Weiß aber nicht, ob es irgendwo rausbröselt oder ob das irgendwie noch an dem Affen hier dran war. Das kann natürlich auch sein. Schaut mal hier. Kann man das sehen? So ganz kleine, helle, sandige Perlchen. Ist nicht schlimm, aber doch ein bisschen. So, dann hier sein Buckel. Den Rücken haben wir noch gar nicht angeschaut. Hier auch schön, nett, Härchen skulpturiert. Popo ist auch haarig. Ja. Und die Füße unten. Der Zehen steht schön ab, wie es bei einem Affen auch so sein soll. Ne? Ja, natürlich auch die Füße können wir hier stretchen ohne Ende. Wahnsinn. Also das ist schon mal der Hammer, muss ich euch sagen. Wow, sehr, sehr, sehr cool. Hätte ich nicht erwartet. Ja, ich ziehe mal komplett in die Breite. Hier. Auch nicht schlecht. Aber im Kopf ist natürlich großartig. Das ist natürlich absolut großartig, wenn man das so sieht. Ne? Junge, das ist der Knaller. Also mit dem Teil könnt ihr wirklich Spaß haben. Hier die Ohren, ne, haben sie auch nicht vergessen hinzumachen. Der gefällt mir. Der ist richtig, richtig cool. Ich habe es gesehen, ich habe mich sofort verliebt. Ja, es ist Hammer. Der ist richtig schön gemacht. Auch die Farbe, das Schwarz, gefällt mir. Nicht zu glänzig, nicht zu blass. Bemalung ist auch okay. Und ihr seht, alleine durch Stretchen, durch Ziehen, geht die Farbe hier nicht weg. Ne, bei manchen billigen Figuren, da löst sich das relativ schnell oder gibt so richtige Risse. Das habe ich jetzt hier tatsächlich nicht. Sehr gut, sehr gut. So, jetzt muss ich den Sand wieder ein bisschen nach oben drücken, damit er wieder ein bisschen kräftiger wird, der Gute. Ja, so, jetzt hat er wieder eine Figur. Sehr schön, sehr schön. Es fühlt sich an, als ob das Gummi jetzt nach den 2-3 Zügen ein bisschen weicher wird. Kann auch sein, das kommt durch meine warmen Hände ausnahmsweise. Aber ich kann es nur noch mal sagen, es fühlt sich toll an. Es hinterlässt auch kein ungutes Gefühl auf den Händen. Ne? Man kennt es von manchen Figuren, da fühlen sich die Hände so ein bisschen fettig oder taub, so mehlig an. Das habe ich jetzt hier gar nicht. Und was den Geruch angeht, muss ich sagen, es riecht nach Kleber. Aber es riecht jetzt hier nicht die ganze Bude voll. Das ist also sehr angenehm. So, jetzt hat er wieder seine Figur. Also, ich finde, er sieht gut aus. Der Flexi-Gorilla. Schöne Heftbeilage, wie ich finde. In einer tollen Größe. Ihr könnt hier wirklich Spaß mit haben. Der wiegt ein bisschen was, wie schon gesagt. Und ist auch nett von der Skulptur her. Also, für eine Heftbeilage ist der bombig. Da kannst du überhaupt gar nichts sagen. So, guck mal, ich setze den hier auf so einen kleinen Ast, sieht klasse aus, könnt ihr so auf den Schreibtisch stellen, macht sogar was her. Ich finde es gar nicht mal so schlecht, oder? Wirkt auch nicht bedrohlich, im Gegenteil, macht gute Laune. Ne? Streckt euch die Zunge raus, streckt einfach eure Zunge zurück, dann geht es euch schon wieder besser. Also, ist eine nette Idee, eine tolle Heftbeilage, hat eine schöne Größe und toll zum Ziehen, zum Stretchen, ist auch ein bisschen so ein Handschmeichler, ne? Stressball, ein Stressgorilla. Unser Flexi, klasse, ne? Also, dann
sind wir hier auch schon wieder am Ende mit diesem Video. Das neue Frag doch mal, die Nummer 3 2024, kostet in Deutschland, ich halte es nochmal in die Kamera, 5,99 Euro, ist natürlich eine Hausnummer, aber er kriegt hier echt eine tolle Heftbeilage mit und drei Pokémon-Kärtchen. Und weil er so schön sitzt, lasse ich ihn gerade hier auf dem Ast sitzen, da gefällt es dem gut. Ja, also nette Figur, die ihr hier in dieser Ausgabe mit dazu bekommt. Ja, dann wünsche ich euch ganz viel Spaß mit eurer Ausgabe, mit eurem Flexi-Gorilla, ganz groß vorne auf dem Magazin drauf. Ich bedanke mich bei euch fürs Reinschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Bis dahin, ciao, tschüsschen, euer Rupi. Yay!